Ich habe mir eine Wüstenwurzel für meinen ersten Nanocube bestellt. Um diese einsatzfähig zu machen, habe ich die Wurzel einfach mehrere Tage gewässert. Lediglich alle 2 Tage wurde dann ein Teilwasserwechsel von mir vorgenommen und nach ca. einer Woche konnte die Wurzel in meinen Cube umziehen. Wichtig war mir, dass diese Wurzel sofort an einen Baum erinnert, denn später habe ich geplant, sogenanntes Trauerweidenmoos zu kaufen, um dieses sogenannte Bäumchen entsprechend damit zu bestücken, um schlussendlich eine Trauerweide unter Wasser zu simulieren. Zum Wässern kommt ein 10-Liter-Eimer zum Einsatz. Wüstenwurzel wird letzten Endes noch mit einem Steinchen beschwert, damit sie hier auch im Eimer keine Chance zum Auftreiben hat. Und schaut sie euch an, wie wunderschön sie ist. Nun ist sie einsatzbereit und kann in den Nanocube ihren Platz finden.